Ganz genau. Und wie bereits angekündigt, ist dort jetzt der russische Außenminister Lavrov ans Mikrofon getreten. Wir möchten reinhören, wie er sich dort äußert. Господин председатель, господин генеральный секретарь, коллеги, существующий международный порядок был построен на руинах и по итогам колоссальной трагедии Второй мировой войны. Его основой стал Устав ООН, ключевой источник современного международного права. Во многом благодаря ООН удалось предотвратить новую мировую войну, чреватую ядерной катастрофой. Die Enteignung von Menschen, das wurden natürlich zu Verletzungen des Artikels 3 und eine Einschränkung der grundlegenden Menschenrechte und Freiheiten für alle, unabhängig von Rasse, Religion und Geschlecht. Aber die Verfassung selbst, die enthält die Verpflichtung auch, die Interessen der russischsprachigen Minderheiten und der Russen zu respektieren. Jetzt kommen wir nun zu dieser Friedensformel, die uns ja wieder zurückbringen soll zu den Grenzziehungen von 1991. Wer will denn das durchsetzen? Wissen Sie eigentlich, was da beabsichtigt ist mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der entsprechenden Territorien? Es gab immer wieder Bedrohungen, Drohungen, die ausgesprochen worden sind, physische Bedrohungen oder die Drohung, Menschen direkt zu töten. Der Westen hat nicht etwa versucht, der Ukraine Einhalt zu gebieten, sondern unterstützt die Ukraine vollumfänglich. Auch in Litauen und Estland gab es Bestrebungen, viele russischsprachige Einwohner von ihren Rechten zu trennen, sodass die also praktisch zu Kriminellen wurden, wenn sie ihre Muttersprache, die russische Sprache, verwendet haben. Die Möglichkeiten zum Beispiel von Schulen, also einem Unterricht, der nicht vor Ort stattfindet, sondern online, das ist ja eigentlich ein Fernbleiben von der Schule, das kann man doch nicht Unterricht nennen. Das entspricht auch nicht dem Menschenrecht. 2015 gab es eine Sicherheitsrichtlinie, eine Resolution des Sicherheitsrates, die besagte, dass zur Lösung von Konflikten, in dem Fall ging es um Donetsk und Lugansk, dass dieser Konflikt möglichst friedlich gelöst werden müsste. Aber, und ich spreche hier über Herrn Poroschenko, Frau Merkel, Herrn Putin ergab es eigentlich nur darum, Zeit zu gewinnen, damit die Ukraine sich entsprechend militärisch rüsten könne, diese ganzen Jahre hindurch. Und damit ist das Minsker Abkommen direkt sabotiert worden, auch durch die NATO und vielleicht auch durch die Vereinten Nationen. Das ist auch eine Verletzung von Artikel 25 der UN-Charta und der Beschlüsse des Sicherheitsrates. Das Minsker Abkommen, was besagte das? Russland, Frankreich, Ukraine, Russland, die haben das Abkommen unterzeichnet und es ging darum, im Donbass eine sichere Lage herzustellen. Aber das ist nicht passiert. Poroschenko hat gesagt, es gibt Blockaden gegen die Territorien im Donbass und man hat dann versucht, einen trilateralen Vertrag auf den Weg zu bringen. Und das Ziel war im Grunde genommen, Russland wirtschaftlich zu schwächen und im Grunde genommen den eigenen Einflussbereich auszudehnen. Das war natürlich dann auch etwas, was umgesetzt wurde. Diese Verpflichtung, Deutschland und Frankreich haben gesagt, sie wollen sich dafür stark machen, dass es hier Gerechtigkeit gibt, aber das haben sie nicht getan. Und das ist eine Verletzung des Artikels. Zur Zeit von Herrn Gromyko, der hat gesagt, es ist besser, 10 Jahre zu verhandeln, als einen Tag Krieg zu
erleben. Und wir haben deswegen immer wieder versucht, in Verhandlungen einzutreten über die europäische Sicherheit, den Frieden. Wir haben auf höchster Ebene versucht, die OSZE-Deklaration umzusetzen, wo es um die Unteilbarkeit dieses Rechtes auf Frieden geht. Und wir haben versucht, diese unbedingte Umsetzung des Minsker Abkommens auf den Weg zu bringen. Und das war natürlich auch völlig in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten Nationen, denn da geht es ja um den Respekt, der sich aus den internationalen Vereinbarungen und Verträgen ergibt. Aber der Westen hat auch dieses Prinzip mit Füßen getreten, denn die wussten damals schon, dass ihre eigentliche Absicht nicht die war, die im Minsker Abkommen niedergelegt waren. Herr Putin hat das immer wieder erwähnt und darauf hingewiesen. Und ich darf daran erinnern, dass Präsident Zelensky ein Papier unterzeichnet hat, wo es verboten wurde, mit Russland in Verhandlungen einzutreten. Ja, ich darf vielleicht noch etwas zur Rhetorik sagen, die wir immer wieder hören. Wir hören Slogans, Annektierung, Aggression und so weiter. Und mit diesen Worten wird ein narzisstisches Regime unterstützt und die Errungenschaften der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg mit Füßen getreten. Und das heißt, der kollektive Westen hat immer wieder vermieden, sich nach der Charta der Vereinten Nationen zu richten. Es gibt viele Debatten darüber, aber die werden im Grunde genommen charakterisiert von einem demagogischen Herangehen. Also, es geht im Grunde darum, dass es Diskussionen in Buenos Aires gab. Es gab zum Beispiel die territoriale Integrität der Ukraine. Und mitunter ging es gar nicht darum, was im Minsker Abkommen festgelegt war, nämlich die Anerkennung der grundlegenden Menschenrechte zunächst und zuallererst, aber auch bezüglich des Rechts, die eigene Mutter Sprache und Kultur zu kultivieren. Es gibt ein weitere Prinzipien in der Charta, die hätten sie, wären sie angewendet worden, eine weitere Eskalation hätten vermieden werden können. Das heißt, Artikel 2 und 8 zum Beispiel, das heißt, die Praxis anzuwenden, so friedlich wie möglich zu sein und das zu erreichen durch Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen. Das ist etwas, was wir immer wieder angeregt haben, dass es zur Wiederauflebung der Kontakte gibt zwischen zum Beispiel der EU und der NATO, um die Implementierung des OSZE-Gipfeltreffens kommen könnte. Ich darf hier zitieren, nicht eine einzelne Gruppe von Staaten oder Organisationen kann die Verantwortung dafür übernehmen, dass es Frieden und Stabilität in der OSZE-Region gibt oder kann wiederum eine dieser Regionen im Gebiet der OSZE als eigene Einflusssphäre definieren. Aber das hat die NATO gemacht in einem Versuch, die Übermacht im Bereich Asia-Pazifik und Europa zu erreichen. Und das war unabhängig von einer Reihe von Appellen an die NATO. Und die arrogante Position der USA und ihrer Verbündeten verhindern es, dass wir ins Gespräch kommen. Und wenn es keine Ablehnung des Vorschlags zur Zusammenarbeit gegeben hätte, hätten wir vielleicht viele negative Prozesse vermeiden können, die jetzt zu einer Krise in Europa führen. Denn Russland hat man nie zugehört, seit Jahrzehnten. Wir sprechen über Multilateralität. Wir sollten dabei auch denken an die vielen Fakten,
nämlich insbesondere die, dass der Westen versucht hat zu vermeiden, dass man zusammenarbeitet. Das ist im Grunde genommen, insbesondere wenn wir die ehemaligen Kolonien anschauen, eine Politik des Neokolonialismus. Und deswegen müssen wir uns tatsächlich darum kümmern, dass die Prinzipien des Multilateralismus umgesetzt werden. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten haben versucht, das Sekretariat der Vereinten Nationen zu privatisieren. Man hat versucht, indem man behauptete, man hätte entsprechende Informationen, die sehr unangenehm für Washington sein würden. Und ich darf jetzt nochmal darauf hinweisen, dass das Sekretariat unserer Organisation gemäß Artikel 100 verpflichtet ist, unabhängig zu funktionieren und von keiner Regierung Weisung anzunehmen. Auch Artikel 2. Darauf darf ich nochmal hinweisen, auch Paragraph 1, das heißt, die Organisation, die auf einer gleichen, einer Gleichheit, einer souveränen Gleichheit der Mitgliedstaaten basiert, bedingt ein nicht teilbares Recht auf ein kulturelles, politisches und wirtschaftliches System, ohne dass eine dritte Seite darauf Einfluss nimmt und interveniert. Natürlich gibt es einige Fragen zum Statement des Generalsekretärs vom 29. März. Und ich darf da nochmal zitieren, autokratische Regierung führt zu Chaos und dem Zerfall. Aber wenn man immer wieder versucht, sich selbst zu hinterfragen, kann man auch zu radikalen Veränderungen kommen, ohne dass Blutvergießen notwendig werden müsste. Aber diese robusten Demokratien, die wir in Libyen, in Mazedonien sehen, ja, also was man dort hätte machen müssen, wäre die Einhaltung der Prinzipien von Solidarität und souveräner Gleichheit gewesen. Das ist auch etwas, was Präsident Biden im sogenannten Gipfel für Demokratie geäußert hat. Gewählt wurden die Teilnehmer nach dem Prinzip der Loyalität zu den Vereinigten Staaten. Es gab Versuche, eine Formel zu finden, um Dinge zu diskutieren in Verletzung von Artikel 4 Absatz 1, wo man sagt, also wir arbeiten gegen Maßnahmen, die einem gemeinsamen Ziel dienen. Und man hat aber gesagt, es gäbe eine Allianz der Multilateralisten. Aber wer war eingeladen dazu, multilateral zusammenzuarbeiten? Nur die loyalen Allianzen. Und dieses neokoloniale Attitüde darf ich hier noch einmal betrachten. Es gab ein Narrativ bezüglich der Europäischen Union, die bezeichnet wird als das Ideal des Multilateralismus. Und natürlich hat man dann versucht, die baltischen Länder so schnell wie möglich einzubinden. Aber was ist mit der Türkei? Mit Serbien, aber ja, mit der Ukraine war es ja so. Borrell hat gesagt, dass die Ukraine so bald wie möglich in die EU aufgenommen werden müsse. Jetzt gibt es aber diesen Krieg und jetzt versucht man das durchzudrücken ohne Respekt für die Entwicklungen und die eigenen Kriterien. Die Nazis können also quasi sich in der Reihe vordrängen. Und der Generalsekretär hat ja bei dem Demokratiegipfel gesagt, dass die Demokratie sich ableitet aus der Charta der Vereinten Nationen. Das heißt, das bedingt die Zustimmung der Regierten zur Regierungsform. Das ist eine Prämisse. Und wenn man sich da anschaut, was für eine Geschichte das Regime in Kiew hat, begonnen bei diesem
Maidan-Putsch 2014. Da sieht man ja eben wirklich, dass die Neonazis dort immer wieder die Macht ergriffen haben und die haben eigentlich die territoriale Integrität der Ukraine verletzt. Wenn wir uns in Diskussionen erschöpfen um Autokratien und Demokratien, verlieren wir uns und gehen am eigentlichen Thema vorbei. Es gab auch eine Frage zur Beziehung zwischen der Vollversammlung und dem Sicherheitsrat. Im Westen sagt man, dass Russland seine Vetomacht missbrauche. So, ich kann aber sagen, dass es nach jedem Mal, wo wir das Vetorecht ausgeübt haben, dass dann die Vollversammlung sich diesem Thema nochmal widmet. Das ist aber gar nicht so. Russland hat einen offenen Ansatz bezüglich der Diskussion und Debatte aller möglichen Themen und das Recht, ein Veto einzubringen, ist ein klar garantiertes Recht, das ebenfalls in der UN-Charta festgelegt worden ist. Und natürlich gibt es dann in der UN-Vollversammlung, wenn es darum geht, dann dieses Vetorecht zur Abstimmung zu bringen und tatsächlich dann dem zuzustimmen, dann sollte es doch nicht auf einmal storniert werden, sondern wenn es dieses Recht gibt, dann ist es ja auch dazu da, dass man es ausüben kann. Es gibt die Resolution zu Palästina und so weiter im Nahen Osten, die Resolution 2202 zum Beispiel, wo das die Minsker Vereinbarung entsprechend dann bewertet wurde. Aber der Sicherheitsrat nach langen Verhandlungen Sanktionen zugestimmt hat. Und dann sind die UN-Beauftragten genau in dieses Land gegangen, um diese Sanktionen durchzusetzen, ohne aber das Paket insgesamt zu berühren. Und das ist natürlich wieder ein weiteres Beispiel. Berlin zum Beispiel hat einen Entschluss gefasst durch die Regierung, um etwas, also Restriktionen gegen den Iran weiterzuführen, die normalerweise im Oktober zu Ende gegangen wären. Und zwar in Bezug auf die Resolution 2231 des Sicherheitsrats. Also, diese Restriktionen wären zu Ende gegangen im Oktober letzten Jahres, aber die nationalen Regierungen haben sich das Recht herausgenommen, diese Resolution zu missachten und eigene Entscheidungen zu treffen über die Sanktionen. Das heißt, normalerweise dürfen die UN-Resolutionen nicht durch die Belange von Einzelstaaten übergangen werden. Und natürlich hat dann der Rat keine Flexibilität mehr, insbesondere bezüglich der politischen Entscheidungen der Länder, die Sanktionen ausgesprochen haben. Für Sanktionen, die beim Sicherheitsrat diskutiert worden sind, muss man auch die Folgenabschätzung treffen, auch für die Organisationen und in den Organisationen der UN. Und zwar nicht rein weggeführt von einer ideologisch geführten Debatte. Wir sehen hier eine Vertiefung der Krise in den internationalen Beziehungen, um insbesondere diese vom Westen verursachte Situation zu bereinigen. Damit kommen wir zu der Notwendigkeit, eben zum Beispiel kurzfristige und nicht wertgestützte und ordnungsgemäße Wahlen zu verhindern. Also, auch große Staaten, kleine Staaten, arme, reiche Staaten, Monarchien, die Menschheit sagt, es gibt eine polyzentrische Weltordnung, die ist notwendig, um Nachhaltigkeit und Sicherheit für die Entwicklung der Welt zu garantieren. Wir werden uns nicht unterordnen diesem System einer regelbasierten Ordnung. Und das entspricht auch nicht dem Geist der UN-Charta, die wir seinerzeit unterzeichnet haben. Vielen Dank.
Soweit also Russlands Außenminister Sergei Lavrov vor dem UN-Sicherheitsrat. Die Worte habe ich wohl verstanden, aber da fehlte mir absolut der rote Faden. Dann hat er in die Vergangenheit geguckt, dem Westen die Schuld an fast allem natürlich wieder gegeben. Dem Scheitern des Minsker Abkommens hat den Westen verantwortlich gemacht für Nichteinhaltung von bestimmten Paragraphen der UN-Charta. Hat nochmal gesagt, das Vetorecht Russlands in der UN sei auch immer wieder diskutiert worden. Es habe Nazis in der Ukraine gegeben. Also eine recht wirre Rede, die er genau so im Grunde genommen auch schon vor mehr als einem Jahr hätte halten können. Da hat sich nichts geändert. Ein Abriss in der Geschichte, der ja eigentlich schwer verständlich war. Unser Kollege Michael Wüllweber, der beobachtet ja die UN-Woche, so wollen wir sie mal nennen, in New York. Michael, also ich habe nicht verstanden, worauf Lavrov da wirklich hinaus wollte. Mir fehlte wirklich der rote Faden in dieser Rede. Und ja, da ist der ukrainische Präsident Zelensky ja heute wesentlich klarer, strukturierter und deutlicher geworden, oder? Also zuerst mal hat Lavrov hier sicherlich gegen eine Wand geredet, nämlich alle seine Vorredner waren doch ganz klar in ihrer Aussage, nämlich, dass sie den Ukraine-Krieg verurteilen, dass sie Russland verurteilen. Und ich denke mir, das wird sich jetzt auch weiter fortsetzen in den weiteren Reden. Auch der Bundeskanzler wird ja noch sprechen. Und ansonsten, du hast es ja schon gesagt, ja, das liegt auf der Linie dessen, was wir eh und je von russischen Diplomaten, man muss fast schon sagen, russischen Diplomaten in Anführung, Abführung immer wieder gehört haben, dass man die Schutzmacht der russischsprachigen Ukrainer gewesen ist, deren Sprache unterdrückt worden ist, von den Ukrainern, deren Kultur unterdrückt worden ist, dass Neonazis an der Regierung sind, dass es dem Westen nur darauf ankäme, also mehr oder weniger Russland nun zu umkreisen, einzudämmen, wie auch immer. Das ist die russische Phobie sozusagen, die Angst tatsächlich immer wieder von den Amerikanern dann in die Ecke gestellt zu werden. Mit anderen Worten, also die internationale Gemeinschaft ist schuld, die sich gemeinsam gegen Russland verschworen habe. Zelensky, der sich ja hier zum ersten Mal geäußert hat, natürlich logischerweise ganz anders. Und er hat hier einen flammenden Appell gehalten für eine Reform des UN-Sicherheitsrates, nämlich, dass es kein Vetorecht mehr geben dürfe, dass Vetorechte für Aggressoren suspendiert werden könnten, dass der UN-Sicherheitsrat erweitert werden sollte. Und das im Übrigen, das wird man auf deutscher Seite natürlich gern gehört haben, dass er auch noch einmal betont, dass Deutschland einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat bekommen sollte. Also vor der Weltöffentlichkeit hat er das noch einmal gefordert. Und das sind natürlich auch Forderungen, die bei vielen, die dazugehörten, zuhörten, sicherlich gut ankommen. Denn viele fühlen sich ja auch völlig zu Recht komplett unterrepräsentiert in der UN, im UN-Sicherheitsrat. Zum Beispiel Indien ist kein ständiges Mitglied, der einwohnerstärkste Staat dieser Welt mit mehr Einwohnern als China. Afrika hat keinen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat, Lateinamerika nicht. Also mit anderen Worten, da gibt es viel zu tun. Und ich glaube, dass es auch ein Ziel von Zelensky gewesen ist, dann also diese Länder mitzunehmen, aus dem globalen Süden zu umschmeißen, ihre Forderungen und Bedürfnisse auch aufzunehmen, um gleichzeitig natürlich damit dann auch für sich Unterstützung zu generieren in seinem Kampf gegen Russland. Zelensky erreicht die Welt, Lavrov redet gegen eine Wand, sagt Michael Wüllweber in New York. Ganz herzlichen Dank für deine Analyse momentan dorthin.